Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist schon wieder einige Monate her, wo ich euch ein Food Diary gezeigt habe, also wirklich so mitnehme, was ich realistisch esse. Bin vegan, es ist jetzt Montag, ich habe Hunger, ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich hoffe, ich höre mich nicht mehr so krank an. Ich war jetzt so eine Woche lang wirklich outgenockt. Ich werde auch alle Rezepte etc. hier verlinken oder zeigen. Und ich finde die Videos immer ganz cute, so als Inspiration. Ich gucke mir das bei anderen sehr, sehr gerne an, weil man dann immer wieder doch so ein, zwei andere Ideen bekommt und denkt, ah, das könnte ich auch mal. Das ist der Plan für heute. In meinem Emma-Video, wo ich gegessen habe wie Emma Chamberlain, habe ich einen Avocado-Toast ausprobiert von ihr. Und seitdem ich dieses Video gedreht habe, ich bereite meinen Avocado-Toast, wenn ich eins esse, wirklich, oder Avocado-Brot, nur noch nach ihrem Rezept zu. Und das passiert ab und zu nach den Videos, die ich mache. Natürlich werde ich jetzt nicht jedes Gericht, was ich euch zeige, in meinen Alltag integrieren. So jeden Tag diese fettige Chicken Skin. Herzlichen Glückwunsch. What you say? Das hier ist eine Art der Zubereitung, die ich jetzt übernommen habe, weil ich das so lecker finde, wie sie es macht. Ich verlinke euch das Video hier oben auch nochmal. Und schon ist mein Avocado-Toast fertig. Ich finde das so lecker. Oh mein Gott, ich habe so ein neues Olivenöl gekauft. Das ist saulecker. Ich kannte das noch gar nicht. Einfach nur Olivenöl und frische Zitronen sind da mit drin. Und ich hatte schon mal ein Olivenöl mit Basilikum, aber das hier schmeckt richtig frisch nach Zitrone. Ich finde das richtig geil. Das gab es auch noch mit Zwiebeln, Paprika. Oh, Siri macht den Weihnachtsbaum aus. Cool, oder? Gestern war schon der erste Advent und ich habe vergessen, Kerzen für unseren Adventskranz zu kaufen. Ah, das ist richtig schmierig. Bisschen wackelig, ne? Oh, oh. Gut, ihr habt ja schon gesehen, Weihnachtsstimmung ist hier auf jeden Fall ausgebrochen. Oh, oh. Und ich mache das jedes Jahr, dass ich so in der Vorweihnachtszeit mir immer irgendwie so Knödel mit Rotkohl, so ein Weihnachtsgericht zauber. Dazu habe ich auch meinen Rotkohl und Semmelknödel. Semmelknödel findet ihr in vegan im Biomarkt. Also ich habe die jetzt im Alnatura gefunden. Im regulären Discounter-Supermarkt sind Semmelknödel oft mit, ich weiß nicht was, Milchpulver, irgendwas ist da drin. Oder Ei, glaube ich. Ich habe die auch ein Jahr mal selber gemacht, an Weihnachten. Aber da hatte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich werde das heute mit den Green Force Frikadellen machen. Green Force war auch so lieb und sponsert das heutige Video und sorgt dafür, dass ich genug Essen bekomme. Green Force kennt ihr sicherlich auch. Gibt es jetzt auch schon seit einiger Zeit. Auch im Rewe habe ich die oft gesehen oder Edeka. Ich glaube, bei Rossmann habe ich die Produkte auch schon teilweise gesehen. Online gibt es aber auch noch viel mehr. Ich packe euch unten auch einen Link rein, da könnt ihr euch mal das Produktsortiment angucken. Green Force hat nämlich eine riesige Auswahl an veganen Ersatzprodukten, die du dir selber zu Hause anmischen kannst. Das bedeutet, die kommen hier wirklich in Pulverform. Du kannst die mega lange bei dir zu Hause lagern, ohne sie kühlen zu müssen. Es gibt Fleischersatzprodukte, Sachen, die in die Richtung Fisch gehen, Ei, Milch habe ich auch gesehen, dass du die selber anmischen kannst. Also sie haben wirklich ein sehr breites Sortiment. Ich habe hier auch so eine Brokkoli-Panade entdeckt. Die Zutaten sind auch alle ohne Schnickschnack. Ich habe euch hier jetzt zum Beispiel mal von den Frikadellen die Zutatenliste eingeblendet. Alles ist in nachhaltigem Kraftpapier verpackt und ist natürlich alles 100% vegan. Und ohne Soja steht hier auch nochmal drauf. Oh, ich habe Bock auf so eine richtig deftige Frikadelle. Wie gesagt, unten in der Beschreibung ist ein Link und auch angepinnt im ersten Kommentar. Und mit dem Code FABIS25 spart die 25%, aber es ist wirklich eine riesige Auswahl von den Easy-to-Mix-Sachen online verfügbar. Die haben wirklich alles. Tzatziki, Bratensoße. Boah, das riecht auch so richtig wie so eine Frikadelle wirklich. Oh, so richtig würzig. Guck mal, das sieht einfach aus wie Hack mit den Zwiebeln auch so da drin. Die Frikadellenmasse stelle ich jetzt für 30 Minuten in den Kühlschrank. Dann ziehe das Ganze schön durch und dann geht's weiter. Während die Frikadellen jetzt ziehen im Kühlschrank, versuche ich die ganze Zeit dieses Glas aufzumachen. Ich bin so richtig pick-me gerade. Oh, mein starker Boyfriend ist gerade in der Uni. Oh. Ah! Oh, ich hab's ihn bekommen. Ich
habe mich hier gefühlt wie meine Mama an Weihnachten. Wirklich, es riecht so geil nach Rotkohlklößen, dieser Soße und diesen fetten Frikadellen. Guckt euch diese dicken Dinger an. Boah, die sind auch so richtig schön knusprig geworden. Riechen voll geil, auch mit der frischen Zwiebel. So, mein Mittag ist fertig. Ich habe mich gefühlt wie so eine Mutter da gerade in der Küche und es sieht so lecker aus. Die Textur von den Frikadellen ist auch so richtig schön grob gehackt. Mhm, gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, ihr könnt mit meinem Code FABIS25 25% sparen. Schaut euch da online gerne mal um. Zum Abendbrot habe ich mir einfach die Reste vom Mittag warm gemacht. Aber ich habe nur die Hälfte genommen, weil Etienne war schon ganz sauer, weil er wollte auch noch mehr davon haben. Ich habe noch so Dinkelcracker gefunden, die habe ich noch weggesnackt mit Bressot einfach. Und dann gab es noch eine Banane. Guten Morgen. Oh. Heute gibt es zum Frühstück einfach Toast mit Camembert. Den hole ich mir nämlich ab und zu mal. Das ist mein Lieblingsveganer Camembert, Happy White von Dr. Manna. Die sitzen in Cuxhaven und die machen Camembert auf Cashew-Basis. Sorry, ich bin noch ein bisschen müde gerade. Ich habe in meinem vorletzten Produkttestvideo gesagt, dass ich veganen Camembert-Alternativen so auf Rapsöl-Wasserbasis nicht mag, weil ich finde, die sind so schmierig. Wirklich, ihr müsst die auf Cashew-Basis probieren. Der ist nicht so gummi. Boah, ihr findet das rot lecker. Huch. Boah. Da habe ich mir noch ein bisschen von dem veganen Bressot drauf gemacht. Und den kann man mehr. Mm. Es ist 13 Uhr und einfach schon fast wieder komplett dunkel. Es gibt Mittag und zwar mache ich heute veganes Butter Chicken. Das habe ich schon öfter gemacht, das schmeckt richtig lecker. Ich verlinke euch das Rezept unten, nehme euch aber auch natürlich bei der Zubereitung ein bisschen mit. Als erstes braucht ihr eure Base für das Chicken. Ich nehme da immer Sojamedaillons. Eigentlich nehme ich größere als die hier. Da hätte ich jetzt zu einem extra Laden fahren müssen, da hatte ich gerade keinen Bock. Deswegen nehme ich die, weil die hatte ich noch hier zu Hause. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel Tofu nehmen. Oder echtes Hühnchen. Ne, das lassen wir. Wirklich geile Gewürze drin, so Kreuzkümmel, Garam Masala, Chili, Paprika, Salz, Pfeffer. Satanas. Schon habt ihr richtig geiles, cremiges, veganes Butter Chicken. Ich wünschte, ihr könntet riechen, wie toll das riecht. Die Soße ist auch so richtig sämig und der Reis ist so richtig buttrig, weil man da noch so vegane Butter unterrührt. Cheers! Mmh. Das ist so krank lecker gewürzt. Die Konsistenz ist so richtig buttrig, cremig. Mmh. Und durch das Marinieren sind diese Sojamedaillons so richtig krass würzig, wenn man dann eins gerade mal so erwischt. Ich finde es wirklich eine 10 von 10. Abends war die gute Queen Jolina in Köln und wir waren Pizza essen bei L'Osteria. Ich finde das da ganz geil, weil die mittlerweile veganen Käse und der Pizzateig ist endlich auch ohne Ei seit diesem Jahr. Rise and Shine, guten Morgen. Heute ist Mittwoch und ich war jetzt gerade schon unterwegs und zwar ist Jolina hier in Köln. Und ich habe uns erstmal einen Iced Coffee geholt. Wir haben auch zusammen letzte Woche ein Video hochgeladen, wo wir verschiedene Cafés in Fastfood-Restaurants getestet haben. Ich finde, das Video ist sehr, sehr funny geworden. Wenn ihr das noch nicht geschaut habt, ich habe es euch hier oben mal verlinkt. Ich hatte noch nichts gefrühstückt. Wir sind über den Weihnachtsmarkt. Es war so 10 Uhr und ich hatte richtig Bock auf gebrannte Mandeln. Die habe ich mir erstmal reingedübelt. Die waren sehr geil. Ich habe auch nochmal nachgefragt, explizit, weil ich weiß, dass gebrannte Mandeln, so die regulären, an sich vegan sind. Aber ich habe nochmal gefragt, was da überhaupt drin ist. Und sie meinte, nö, mehr außer Zucker und... Jetzt habe ich das andere vergessen. Auf jeden Fall waren sie vegan. Und wir sind auch bei Cinnamood vorbeigegangen. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Die verkaufen richtig geile Zimtschnecken. Gibt es jetzt auch schon in mehreren Städten. Ein paar davon sind auch vegan. Und ich habe diese Bienenstich-Zimtschnecke gehabt. Die war ganz lecker, aber nicht die beste, die ich von denen hatte. Die hätte noch mehr Füllung, finde ich, haben können. Aber die Zimtschnecken dort sind sehr geil. Noch sehr teuer, aber sehr, sehr lecker. Als kleinen
Afternoon, Mittags, Snack, mache ich mir jetzt dieses Banana Bread von Green Force. Bin ich sehr gespannt. Ich fühle mich wie so in Corona-Zeiten, ne, wo alle ihr Banana Bread gebacken haben. Wusstet ihr, dass dieser Song Theo, mach mir ein Bananenbrot auf so Banana Bread basiert? Ich dachte immer, das wäre so ein Toast mit so Frischkäse oder so und Bananenscheiben oder so Honig. Duftet so schön hier und das ist auch richtig krass so glitschig. Ich liebe das, wenn das nicht so dry ist und durch die Banane ist das, hat das so eine richtig geile Textur. Ich glaube, das esse ich nachher nochmal mit Nussmus oder so. Ich glaube, das ist auch eine 10 von 10. Und als Mittagessen habe ich mir heute einfach die Reste vom Butter Chicken warm gemacht und noch ein bisschen Reis aufgekocht. Das schmeckt durchgezogen, am nächsten Tag noch 1000 Mal besser. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich könnte jedem von euch eine Portion hiervon gerade zum Probieren geben. Zum Abendessen hat Etienne irgendwas mit Gemüse gekocht, aber das hat gar nicht richtig gekocht, weil ich glaube, er hat vergessen, den Herd anzuschalten. Das wollte ich nicht essen. Ich habe mich für eine gute Stulle mit Camembert entschieden. Rise and shine. Guten Morgen, es ist Donnerstag. Ich war ganz ambitioniert gestern und dachte so, oh gut, von dem Bananenbrot kann ich morgen am Freitag auf meine mindestens 7-stündige Zugfahrt von Köln nach Berlin ganz viel als Proviant mitnehmen. Das kam sehr gut an. Etienne hat es auch sehr geliebt. Das wird wohl nichts mehr. Ich habe mir zum Frühstück jetzt auch gerade ein Stück nochmal getoastet. Meine To-Do-Liste für heute ist sehr voll. Wir sehen uns zum Mittag wieder. Jetzt gibt's Mittag und zwar mache ich mir eine Bowl. Ich habe das Rezept mal auf TikTok gefunden. Dazu könnt ihr einfach das klein schneiden und in den Ofen packen, was ihr möchtet. Das ist quasi so eine Ofengemüse-Bowl. Ich habe Kartoffeln, rote Zwiebeln, Kichererbsen und Brokkoli genommen für den Ofen. Und ich würze dann auch immer alles so, wie ich gerade Bock habe. An frischen Zutaten schneide ich noch Tomaten klein und Avocado kommt oben drauf. Der Dip ist richtig geil. Der besteht aus veganer Mayo, Tahini, Sojajoghurt, Senf, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch und Sesamöl. Und schon habt ihr ein richtig geiles Mittagessen, das richtig lange satt macht. Ich finde die Kombi so geil mit dem kalten, frischen Dip und den Tomaten und dann diese ganzen Ofengemüsesorten. Auch so die Kichererbsen werden so richtig crunchy. Wenn ihr das nicht so sesamlastig haben wollt, dann lasst zum Beispiel das Sesamöl einfach weg. Heute Nachmittag habe ich Etienne von der Uni abgeholt und dann waren wir beim Laden, der hieß Krugies. Da gibt es so, ich glaube, das besteht aus Kartoffeln, so Bällchen und die sind herzhaft und süß gefüllt. Also je nachdem, einmal hatte ich einen mit Salted Caramel. Das war, ich bin ehrlich, eine 10 von 10. Das hat so unfassbar lecker geschmeckt. Und der andere herzhafte mit Guacamole war auch richtig, richtig geil. Ich war echt sehr überrascht. Ich konnte mir das geschmacklich gar nicht vorstellen, aber es war sehr lecker. Danach waren wir noch auf dem Weihnachtsmarkt. Und wir haben erstmal so richtig geile frittierte Nudeln, die in so einer Dreiecksform waren, gegessen. Mit Falafel, Rucola. Das hat richtig gut geschmeckt. Danach gab es noch so ein paar, ich glaube, das heißt Arepas. Nee, ich habe den Namen gerade vergessen. Die Dinger waren lecker, aber sehr teuer. Ich hoffe, es waren einige Sachen dabei, die euch vielleicht ein bisschen inspiriert haben oder ihr lecker fandet vom Aussehen. Ich verabschiede mich jetzt auch, denn ab morgen, also morgen ist bei mir Freitag und da werde ich den ganzen Tag nur im Zug sitzen und da wird es nichts Spannendes zu essen geben. Und das Video soll ja pünktlich jetzt online kommen am Wochenende. Macht's gut, fühlt euch geknuddelt. Tschüss.